Das hatte sich eine Frau aus Kenia vermutlich anders vorgestellt. Sie plante einen großen Raubüberfall und war sichtlich glücklich darüber, dass alles nach Plan lief. Die Freude war sogar so groß, dass sie sich mit der Beute filmen ließ. Die Frau aus Kenia posiert inmitten von Kenia-Schilling umgerechnet rund 4.100 Euro in einem Wohnzimmer. Das berichtet die Webvideoagentur BitProject.ct. Ihre Freude über das viele Geld wollte sie unbedingt teilen und postete das Video in den sozialen Netzwerken. Wie sie nur wenig später zu spüren bekam, war das ein blöder Fehler. Mithilfe des Videos kam die Polizei der Frau auf die Schliche und konnte sie festnehmen. Da bleibt nur noch zu sagen, Dummheit schützt vor Strafe nicht.